Wird schon live, ne? Ja, ist aber noch ein bisschen was. Mal die Kaffeetasse holen. Ich habe heute eine ganz neue. 11 Uhr auf Deutsch, die Natalie. Vielleicht das mal ein bisschen höher stellen hier vielleicht. So. Ja. Das ist geil. Nee, ich muss immer Sachen ausprobieren. Hallo Daniela, hier ist was los. Hör mal, ich sag dir. Alter. Alter Falter, 11 Uhr. Natalie Korch aus der Finca Kankorem. 11 Uhr Deutsch, 11:30 Uhr Spanisch und 12 Uhr Englisch. YouTube-Kanal habt ihr die unter der Description. Und ja, also heute meine Tasse. Ich mache jetzt nochmal gerade dieses Telefon hier aus, damit niemand bimmelt. So, heute meine Tasse ist eine Tasse, die ich tatsächlich von meiner lieben, 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 mittlerweile sehr langjährigen Freundin Daniela geschenkt bekommen habe. Und zwar ist das, also Daniela und Jule, ist das ein Einhorn? So. Und ich weiß nicht, ob ihr auch zu den Leuten gehört, die so Sachen sammeln. Also ich habe mal die ganze Zeit lang Engel gesammelt. Dann habe ich mal gehört, dass jemand Eulen sammelte, aber Eulen fand ich irgendwie sehr unattraktiv. Und die Engel, die sahen dann irgendwann alle immer gleich aus, weil das waren so dicke Putten. Ne? Guten Morgen, Britta. Und das habe ich dann mit der Engelsammelei auch irgendwann sein gelassen. Und ich weiß nicht, was passiert ist mit mir, dass ich irgendwie zu Ende 40, Anfang 50 angefangen habe, Einhörner zu sammeln. Ich meine, was ist denn mit mir nicht in Ordnung? Das ist was für Kinder, das ist was für Mädchen. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich solche Einhornrucksäcke oder so Rucksäcke trage. Das mache ich jetzt nicht. Aber ich habe diese Tasse, die habe ich jeden Tag bei mir, weil da sind die Stifte drin. Die habe ich alle da schön drin. Und dann habe ich guck mal, ich bin so infantil. Mein Gott, dann habe ich diese entzückenden Lampen. Sieht man das? Ne, sieht man gar nicht. Na, die leuchtet rot, jetzt grün. Die habe ich auch noch in größer und die stehen allen Ernstes an meinem Bett. Vielleicht ist das so eine Trauer, weil ich nie eigene Kinder bekommen habe. Ich weiß es nicht, was da mit mir nicht in Ordnung ist. So, und am Samstag bin ich mit dem Toni zum Teddy gefahren. Ich wusste gar nicht, dass wir das hier auf Mallorca haben. Und da gibt es ja nur diese 1 € und maximal irgendwie 5 € Artikel oder ein bisschen mehr. Aber es ist ja alles so im Schnitt. Hallo Oliver, buon dia Laia, alla sonse media parati. Da gibt es ja diese billigen Artikel und auch Einhörner bis zur Bräuerstraße. Ich hatte schon wieder den ganzen Korb völlig unselektiv. Alles Mögliche, wo nur ein blödes Einhorn drauf ist, in den Korb. Und dann stand ich vor der Kasse und habe gedacht, echt jetzt? Ernsthaft jetzt? Wir verdienen kein Geld mit Touristen und ich gebe Geld für so einen Mist aus. Und so glücklich macht dich das ja langfristig nicht. Ich meine, du guckst da mal drauf, wenn es so viele sind. Ne? Auf die Kleinen guckst du, auf die Kleinen freust du dich. Aber wenn alles, so wie alles im Leben, voller Einhörner ist, ist ja völlig inflationär. Dann macht das ja auch keinen Spaß mehr. Aber ich muss noch mit meinem Einhorn Schwimmreifen eine Diskussion führen, weil es ist jetzt das zweite Mal kaputt gegangen und das geht nicht. Ich muss mir nochmal ein neues holen. Aber das ist dann das letzte, weil die sind auch so wahnsinnig teuer. Also auf jeden Fall das Einhorn. Ich habe dann den Korb wieder leer gemacht, weil ich dachte, hallo Daniela, hallo Jürgen. Ich habe dann den Korb wieder leer gemacht und gedacht, das geht nicht. Das ist total albern. Kannst du nicht hier einen Korb voller Einhörner dir kaufen? Döschen, Zahnbürste, Kämmchen, so kleine Gummi für die Härchen. Also wirklich, habe ich alles wieder rausgetan. Habe aber ein Heft behalten. Also ein Heft, so ein Notizblock, natürlich in Pink. Nee, Teddy in Palma beim Ikea. Habe also so einen Notizblock behalten. Das war so ein DIN A5-Ding, total geil, in Pink. Dann waren auf dem Deckblatt war so eine Folie drauf und dann da drin war total viel Glitzer. Oh Gott, ist das unangenehm. Total viel Glitzer, ganz viele kleine Einhörner und dann bin ich mit diesem 1,50 € Heft raus und war ganz glücklich. War ganz glücklich. Ja, und dann bin ich gestern ins Dorf gefahren und dann ist eine Mami mit ihrer Tochter spazieren gegangen. Als ich runtergefahren bin nach Campos, ist die mit ihrer Tochter spazieren gegangen. Und dieses Mädchen, die war ungefähr 7 oder 8.
und die hatte ein pinkes Tütü an. Und die hatte auf dem Kopf so ein Einhorngestell. Und die kam mir entgegen. Und die war wirklich zum Knutschen. Die war einfach so süß. So ein kleines, ich glaube, das war eine kleine Südamerikanerin. So eine kleine südamerikanische Fee mit ihrem pinken Tütü und ihren Einhörnern. Die hätte eigentlich nur eins haben müssen. Aber die hatte zwei. Ich weiß nicht warum. Und dann bin ich an der vorbeigefahren und habe gedacht, nee. Also das ist irgendwie die Altersklasse und nicht deine. Ich bin den Wagen angehalten, hab den Wagen umgedreht, bin zu dem Mädchen zurückgefahren und habe die angehalten, die beiden. Die haben natürlich gedacht, was will die denn jetzt von uns? Und die waren auch so klein und ich Monsterweib bin dann da ausgestiegen aus dem Auto, guckten mich mit großen Augen an. Und dann habe ich die Mama gefragt, ob ich die Kleine kurz was fragen kann. Sagte die natürlich ja. Und dann bin ich zu der Kleinen hin und habe gesagt, guck mal. Ich glaube, meine Zeit der Einhörner ist vorbei. Darf ich dir das schenken? Ja, und dann hat die sich total gefreut und hat so richtig wie im Film, ich liebe ja sowas, ne? Hat den Mund so offen gelassen. Ich habe mein Einhorn verschenkt und habe gedacht, so, die Einhornzeit ist vorbei. Ich muss mir jetzt was Neues zum Sammeln suchen. Bisschen altersgerechter. Ja. Warum ich das erzähle? Ich erzähle das, weil mir heute Morgen eingefallen ist, was für Sachen mich irgendwie beeindruckt haben oder was bei mir irgendeinen Eindruck hinterlassen hat. Wenn mir irgendjemand, wenn mir jemand Fremdes etwas geschenkt hat oder wenn mir irgendjemand Fremdes was auf dem Weg mitgegeben hat, was mich dann irgendwie das ganze Leben lang begleitet hat. Also ich weiß, das ist mir nämlich heute Morgen eingefallen, meine Lehrerin im Deutschabitur, die hat mir damals, es gab so schwarze, bei Nanunana, so schwarze Tagebücher, aus China kamen die, glaube ich, mit drin, so einem roten, ein bisschen rote Zeugs drin. Und die waren irgendwie 4 Mark oder 4 Mark 50, irgendwie sowas. Also wir hatten die alle, ja. Und die hat mir dieses Heft geschenkt und hat mir reingeschrieben, also zum Abitur, als Dankeschön und als Auf Wiedersehen für Natalie Korsch, die Lebensstrotzende. Und wann immer ich eine Idee hatte, sollte ich da reinschreiben. Und total verrückt ist, dieses Ding ist immer noch weiß. Hallo Tizi, das ist immer noch weiß. Ich habe da nie reingeschrieben, weil ich das so heilig fand, dass ich da nichts reinschreiben wollte. Ich habe das Heft immer noch. Ich habe ganz viele andere Hefte vollgeschrieben. Aber das Heft von der Inge Klein habe ich immer noch leer. Und ja, die hat mir dann noch was geschenkt. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Also, das war eine kurze Geschichte in Erinnerung, in Reminiszenz an mein Heft, was mir die Abiturslehrerin geschenkt hat. Und meinen Abschied offiziell von Einhörnern. Der ist jetzt seit gestern vorbei. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich habe mich gestern ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, AstraZeneca impfen lassen. Aber das lag daran, weil ich euch aufmuntern wollte, weil mein Schwager hat sich impfen lassen und da ist natürlich nichts passiert. Wie auch immer, also ich lasse mich dann impfen, wenn es wieder losgeht. Dankeschön, bis morgen. Ja, alles Gute, bis morgen und ja, die Einhörner, die sind jetzt vorbei. Tschüss.